So, willkommen zurück an der Stelle, wo ich euch eigentlich nicht zurückholen wollte. Ich war gerade fröhlich am Erkunden mit meinen Dingsbums hier, mit meinen Hounds. Und dann habe ich mal wieder die Meldung hier an der Seite ignoriert. Mir ist hier oben eine komplette, aber wirklich eine komplette Flotte Erzsucher zerstört worden. Ja, ich dachte es mir schon. Hier kam ein Verwüster, nicht Zerstörer, kam ein Verwüster raus, der mir einen nach dem anderen aufgeschnupft hat, weil ich nicht drauf geachtet habe. Das tut weh, das muss ich jetzt wieder aufbauen, weil mein Quarzsand ist natürlich nach unten gerauscht wie Sau. Oh, das war bitter. Aber immerhin läuft hier unten jetzt mittlerweile ein automatischen Dingsbums-Fäulnisbrockenabbau mit, erstmal nur mit zwei. Ich wollte einen dritten bauen, aber ich habe keine fortgeschrittenen Bergbauer mehr und ich habe keine Würfel mehr hier drin, um sie zu modifizieren. So, jetzt mache ich hier gerade genau einen Transportbot, einen leeren, weil die ganzen Komponenten liegen ja hier oben rum. Das heißt, ich muss jetzt keine fertigen produzieren, sondern es reicht, wenn ich leere produziere. Oh, ist das bitter. Das tut weh. Deswegen habe ich euch jetzt mal zurückgeholt. Dürfte beim Wiederaufbau dabei sein. So, was fehlt hier? Hier fehlen Aluminiumstäbe. Und hier fehlt Laterit. Laterit wird nicht mehr abgebaut, weil... weil du gar kein Laterit mehr findest. Laterit war doch hier oben. Ja. Hier oben war noch ein bisschen Laterit. Des Weiteren habe ich hier unten relativ viel Metallerz noch gefunden. Hier und hier. Und vor allem hier ist sehr viel Metallerz. Deswegen werde ich jetzt auch in die Richtung darüber gehen. Ich werde mich da mal ausbreiten. Hier werden auch noch Kristallbrocken. Mein Kristall. Ein bisschen was, aber fast nichts mehr. Ich muss das hier oben auch mit ins Ding reinnehmen. Oh, ist das bitter hier, dass die mit denen hier die ganze Flotte gut gemacht haben. So, okay, den Transportbot. Du fährst jetzt mal hier nach oben. Und jetzt muss ich 7 einfache Arbeiter machen. 7 einfache Arbeiter. Den habe ich hier schon. Den kann ich auch mal hier hochschicken. Dann haben wir den Transportbot und den Erzsucher schon mal. Oh. Und dann muss ich das jetzt hier alles nach und nach aufsammeln. Das hier war der Sucher. Und das hier waren alles die Miner. Okay. Das war ein Twinbot. Ja, gut, ein Twinbot. Ich könnte natürlich jetzt auch Twinbots bauen, fällt mir gerade ein. Abbrechen. Komm, ich nutze die Gelegenheit und rüste. Moment, ich habe doch hier noch Twinbots rumliegen. Herumstehen. Du bist ein Transportbot gewesen, genau. Du gibst einfach deine Steuerung ab. Raus und fährst mal da nach oben. So, du holst dir jetzt von hier, genau, das Zeug da rein und da rein. So, Suchfilter Quarz im Jetzt. So, das, ja gut, nee, abbaubare Ressourcen müssen wir hier schon auch mit dazu nehmen. So, das ist P1.
Dann lieber mal darüber. So, du bist auch schon da, das heißt, du kannst jetzt auch damit verbunden werden. So, und da kommt der Twinbot. Du sammelst dann das hier auf. Weil das komisch ist, weil... Ich brauche ja auch noch einen Signalleser. Hier ist nämlich... Gegenstand fallen lassen. So. Du bist aber kein Transportbot mehr, du bist ein Transportbot. Hier habe ich irgendwas vergessen, genau. Nee, das passt schon so. So. Das habe ich vergessen. Ja, wenn man es lange nicht macht, dann vergisst man die Hälfte, wie es funktioniert, ohne spickeln zu müssen. Ich muss es trotzdem kurz. Ob ich alles richtig eingestellt habe, aber normalerweise schon, genau. Ja, ist darüber, dass da hoch, ja, abbaubar habe ich hier auch eingestellt. Ne, das ist okay, das passt. Ja, das passt, okay, dann kann der jetzt wieder suchen. Jetzt hat er wenigstens einen Abbauer, ist sogar ein Twinbot. Dann baue ich nämlich jetzt... vier Twinbots. Ich glaube, so viel kann ich gar nicht ausstatten. Ja gut, naja, aber was sonst noch passiert ist, ist... Okay, Moment, das Ding ist jetzt gebaut. Ich muss hier jetzt nur kurz... Ist das hier alles mit drin? Okay, ich muss aber trotzdem ins Stromnetz reinholen, sonst macht es natürlich wenig Sinn. So, ja genau, ich war auf der Suche nach Soldaten in der Fäulnis, finde aber immer nur so Mini-Fäulnisflecken hier oder solche hier und da sind nirgends Soldaten drin. Hier ist auf jeden Fall noch sehr viel Metall hier in der Ecke und hier unten auch. Das ist auch nochmal Laterit. Also hier sind wir, hier ist auch nochmal Laterit. Hier sind wir erstmal versorgt. Ja, ich habe keine Fäulnis mehr gefunden. Wo ein Soldat drin ist, deswegen weiß ich nicht, wo ich die 30 Dinger herkriegen soll. Ich meine, die Karte ist ja noch recht groß, aber weiß es auch nicht. Hier haben wir noch sehr große Laterit-Vorkommen. Auch einen großen Metallklumpen. Mehr Metall, mehr Kristall. Okay, an Ressourcen ist hier unten. Ist okay. Hier haben wir ein Mini-Plateau. Und da fahren wir mal hoch. Oh, da ist sogar was. Ja, komm. Und Frontalangriff ist vielleicht nicht das Beste. Auch wenn ihr recht stark seid, aber so stark seid ihr dann auch nicht. Okay, hier ist aber ein Nest oben, also das eine Nest, das können wir kurz aus dem Spiel nehmen. Und so. Außer das Ding hier wird jetzt hier wieder unendlich groß. Was natürlich sein kann. Weil jedes Plateau fängt mal klein an, ja. Und schon geht's los. Die paar kann ich aber ausweichen, aber dieses Mini-Plateau ist dann
Zumindest kein Mini-Plateau mehr. Ob es jetzt so riesig wird, nee. Ah, Vorratforschung erledigt. Ich glaube, hier ist es tatsächlich zu Ende. Ja. Okay, aber es hat immerhin für 2 Nester gereicht. Ja, wobei, nee, das ist so ein Pseudo-Ende hier. Da scheint es noch weiter zu gehen. Ich hole die mal kurz zurück, weil ich muss meinen Howler, der wahrscheinlich keine Energie mehr hat, genau. Den hole ich jetzt erstmal hier zurück ins Energienetz. Und der soll dann da runterfahren. So, und ich währenddessen arbeite mich weiter hier vor Richtung Metall. Hier haben wir ja schon, aber das muss natürlich auch ins Energienetz rein. Ich weiß nicht, ist das jetzt vielleicht erkundbar, nachdem ich die außerirdische Technologie freigeschalten habe? Das wäre natürlich auch im Bereich des Möglichen. Okay, hier ist, wie auch immer der Erdsucher es geschafft hat, hier runterzukommen. Ah doch, hier ist ein Gebäude, der das gerade noch so drin hat. So, aber jetzt mal ernsthaft. Fortgeschrittener Erdsucher innerhalb des Stromnetzes, er parkt hier. Muss man nicht verstehen, oder? So, der hat den dann aber auch auf dem Schirm. So, Moment, der muss aber noch da hochfunken, beziehungsweise umgekehrt. Das hier aber abbrechen. Und der. Nee, doch andersrum. Ja, halt, der bekommt sein Signal von hier, dass er das weiter schleusen kann. Genau. Und hier ist Kristall. Ja, geht so. Hier ist schon ein relativ großes Metallvorkommen, hier so insgesamt. Mit allem anderen noch mit dazu, mit Laterit dazu, hier unten Metall. Also wenn ich hier ein Metallgebäude, also so ein Metallsucher rein, also noch eins weiter und dann hier in die Mitte des Metallsuchding, dann kann ich hier sehr viel mit erschlagen. So, Moment, mein Howler habe ich jetzt hier oben wieder ins Stromnetz genommen. Genau, jetzt kann der aber auch hier runterfahren. Ah, hier. Hier hinfahren. Okay. Gut, jetzt habe ich wieder nur 14 Robotik. Ich habe 111 Datenwürfel. Okay. Einen Moment kurz. So, schaut es mit meinen Finbots aus. Die muss ich auch noch nebenher machen. Und die Flotte da oben wieder aufbauen. Was machst du hier? Warum hast du den verloren? Hä? Warum hat er den verloren? Will ich nicht. Ah, okay, jetzt muss ich gerade viele Dinge gleichzeitig machen, deswegen nicht den Überblick verlieren. Also hier unten, Erzfelder, haben wir jetzt im Strom das, das und das. Hier ist noch Kristall, hier ist Kristall, hier ist Kristall, weshalb? Moment, ich muss mir aber kurz das Gebäude markieren. Ich will eigentlich auch noch rausfinden, was das Leuchtfeuer macht, habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. So, das bedeutet aber, hier oben habe ich schon abgerissen, genau. Aber hier ist ja auch noch Metall. Also hier haben sie ja eigentlich noch zu tun. Jede Menge. Gut, jede Menge nicht, aber schon noch. Aber Kristall haben sie auf jeden Fall noch zu tun. Warum der da runtergefahren ist, ist mir jetzt auch ein Rätsel. Okay, der hat die beiden nicht mehr mit im Blick. Aber hier, ja genau, glaube es ja nicht. So, du fährst jetzt, nein, du baust jetzt den hier oben, baust du jetzt ab. Hier parkst jetzt und dann baut ihr den ab. Vorher fährst du nirgendwo anders hin. So, und du Kollege, du verbindest dich wieder mit dem.
muss da noch ein Warnding hinmachen, aber so ein Warnsignal kann man da einbauen, damit man gewarnt wird, wenn sowas passiert. Wie Untätigkeit oder so. Ah, ist das. Ich weiß nicht. Muss ich mal noch ein bisschen rumexperimentieren. So, jetzt muss ich gerade noch mal kurz weg. Moment. So, also ihr baut jetzt da oben erstmal ab. Das alles. Genau. Oh, hier ist sogar noch. Sogar noch mehr Metall. Nehmen wir und Laterit. Eventuell lohnt sich hier sogar noch ein Metallsucher. So, aber hier unten lohnt sich es auf jeden Fall. Ehrlich gesagt, einmal noch verlängern und hier in der Mitte dann so ein Metallgebäude. Der hier runtergekommen. Ah doch, ja, ich. Ja. Wir hatten ja gerade. Er hat es ja gerade besprochen, wie er runtergekommen ist. Hier ist auch noch sehr viel Kristall. Okay, also ressourcentechnisch bin ich jetzt erstmal wieder safe. Abgesehen von dem hier. Gott. Der hatte noch überlebt. Jetzt, der hatte überlebt. Der ist nicht zerstört worden. Das war der Alte. Okay. Dann fahr du mal rüber. Du hast ja jetzt schon einen. Zwei brauchen wir nicht. So, jetzt holst du dir aber mal. Das Zeug hier. Das, aber das hier schmeiße ich wieder raus. So, dann sammeln wir jetzt ein bisschen davon auf. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. So, einmal. Und du sammelst den hier auf. Das hier. Schmeißt das aber wieder raus. Und ja, das hier. Ach, hier war auch nochmal ein Twin-Bot. Okay. So. Das raus. Das rein. So, Attacke. Dann haben wir jetzt drei Twinbots. Ich habe, glaube ich, habe ich. Ja, ich habe hier noch mehr gebaut, genau. So, ein Twinbot. Moment, es liegt hier ein Twinbot-Ausstattung liegt hier noch rum. Und ein normaler. Das bedeutet, ich schicke da jetzt erstmal nur einen hoch. Hoch, dann nimmt der das auf und den hier. Das Zeug muss man auch kommen. Komm mal kurz dahin und sammeln das auf. Es wäre schade, das zu verschwenden. Ich muss jetzt mal kurz den Aufsammler spielen. Materialien kann ich nicht verschwenden. Gut, dann warten wir hier kurz, bis der vierte Twinbot da ist. Darf dann nicht so ewig dauern. Weil währenddessen.
nur ein Gebäude hier hin. Nach oben. Hier hin. Hier so hin. Hier nach unten müssen wir auch gehen. Das hier reinzunehmen. Und erst wenn das fertig ist, dann baue ich das Gebäude nochmal. Hier oben, Laterit. Mal kurz mein Scout. Moment, mein Scout hatte ich hier im Osten platziert, weil ich eigentlich hier scouten wollte. Aber dann scout ich mal kurz hier. Das sieht mir sehr ressourcenreich aus hier. Der Twinbot ist ja schon da. Wird im Dunkeln kaum zu erkennen. So, sammeln wir das mal kurz auf. So, sammeln wir das auf. So. Lass sie auch voll. Wenn sie auch voll laufen, ist doch eigentlich egal. So, jetzt ist natürlich die Frage, der eine, der rumliegt. Und hier liegen die ganzen Daten rum, genau. Ich klaue mir jetzt hier mal 20, die sollen hier rein, bitte. Und dann werde ich hier einen umbauen, den habe ich ja schon reingeschmissen, genau. Und dann nehme ich den, der soll nämlich dann den aufnehmen und den anderen da drüben auch. So, seid ihr eigentlich noch kräftig am Abbauen? Ja, hier ist noch so viel. Also verhältnismäßig viel hier in dem Bereich. Wird noch eine Weile funktionieren. Euch fehlt Gewebe und den Stäben fehlt Laterit. Und Laterit wird hier abgebaut, aber nicht mehr so viel. Ah, ich habe halt auch nur 3, weil ich das bisher nicht so arg gebraucht habe. Wo bringt der das eigentlich nochmal hin? Vielleicht soll ich noch mal ein Jungtier machen und so eine Kanone. Kleiner modularer Reaktor, von denen habe ich gar nichts, gell? Nee. Los, wo sind die 20? Die ich von hier geklaut habe. Die sind auf jeden Fall weg. Aber nicht hier. Wo sind die hin? Oder noch mal welche an. Er hat sie mit. Die werden direkt wieder abgeholt. Das ist das Problem. Hat gar keine Chance, die aufzubrauchen. Aber gut, einer hat gereicht. Gut. Bin bald fertig. Dann wird hier nach oben. Hier hin. Gut. Okay. Dann als nächstes hier unten. Genau, das ist jetzt gebaut. Dann kommen wir hier. Naja, guck, die sind schon hier nach unten geschickt worden. Die stehen sich natürlich alle mal wieder auf den Füßen rum. Aber warum
Sind sie jetzt alle nach unten gefahren? Ich verstehe das. Ich verstehe das manchmal trotzdem nicht. Hier oben. Ich schicke jetzt einen wieder hier manuell nach oben, weil hier oben liegt Metallerz rum. So, hier oben ist sowieso noch viel mehr Metall, wie ich glaube, ich denke. Das Latteriet, genau. Ja, ja. Und ob. Aha. Aber hier sind doch böse Tiere. Schnell weg. Ja, hier oben ist noch. Ja, hier ist vor allem auch Laterit, jede Menge. Ich weiß, so viel ist gar nicht, aber ein bisschen was. Kristall haben wir noch. Wo? Oh Gott, hier ist so ein kleines Tier. Bleib weg von mir. Bleib einfach weg. Hier letzten Endes. Hier drei. Hier rüber. Räuchert mal kurz die zwei Standorte aus und dann können wir hier auf jeden Fall. Dies machen und hier ein Platzgebäude hinpflanzen. Hier hin. Genau, und deine Arbeiter, die folgen dir halt jetzt irgendwann mal. Genau, hier kommen sie. Hier kommt der erste. So, Moment. Ihr drei. Ach, da oben. Wo war es hier? Jawohl. Einmal weg. Einmal gesäubert. Das Ding auch gesäubert. Und hier oben war auch noch eins. Okay. Gut, erledigt, alles klar. Dann hier nach unten. So, hier. Da wollte ich nämlich auch noch. Moment, habe ich das noch im Speicher? Ja, habe ich noch. Hierhin, ha? Hier könnte es. Und hier könnte ich doch auch zum ersten Mal nicht das Ding bauen, sondern. Moment, ich glaube aber, das kann ich nur in einer menschlichen Fabrik bauen, kann das sein? Ja. Ich habe noch eine menschliche Fabrik. Deswegen bauen wir jetzt mal hier so ein L-Gebäude daneben. So dieses mittelgroße Radar von den Menschen. Das will ich jetzt mal bauen. Da unten hin. Okay, hier brauche ich sowieso. Hier, ja, Moment, hier ja aber auch. Nehmen wir das raus. Können wir die halt erst benutzen, wenn es soweit ist. Aber das ist nicht so schlimm. So, ihr seid jetzt auch plötzlich da hochgefahren. Nachdem jetzt erstmal alle da runtergefahren seid, jetzt sind wieder zwei nach oben gefahren. Okay, also da ist irgendwie, ich weiß auch nicht. So ganz funktioniert das auch nicht, wie das eigentlich funktionieren könnte und sollte. So, währenddessen. Okay, ja, passt. So, okay, der ist fertig. Dem sage ich jetzt mal, fordere so ein mittelgroßes Radar an. Ein Langstreckenradar, genau. Der unten auch schon fertig. Nee, der ist noch nicht fertig. Das habe ich ausgeblendet. Dann müssen wir weiterbauen. So, eine halbe Stunde ist rum. Wir machen den mal mit hoher Priorität, denn ich will so ein Mittelstreckenradar dann mal bauen, damit es auch. Damit wir es mal zusammen noch in Action sehen, wobei das könnte natürlich noch dauern. Machen wir einfach in der nächsten Folge. Würde ich so. Ja, doch, so machen wir es.
Nächste Folge machen wir das Mittelstreckenradar. Oder das Langstreckenradar ist es ja offiziell sogar. Also, wir sehen uns bis dahin. Macht's gut. Ciao.